Jetzt ist Franz schon seit 4 Wochen ausgesperrt. Trotzdem kommt er immer später nach Hause. Ja, die werden sicher zur Steinstraße gezogen sein, wo die italienischen Streikbrecher an diesem großen Haus arbeiten. Ich weiß nicht mehr, was ich uns zu essen kochen soll. Ein paar glasige Kartoffeln, hin und wieder eine halb verfaulte Karotte. Wenigstens gibt's heute ein Ei. Das hat mir die freundliche Marktfrau aus Hering geschenkt. Mein Bruder ist auch ein ausgesperrter Trauerbruder. Es ist schon elend, wie wir hausen müssen. Und es wird nur noch schlimmer. Immer mehr Arbeiter kommen nach Nordhausen und keiner hat eine Wohnung. Was hat uns der Bismarck nicht alles versprochen, aber gebessert hat sich nichts. Franz. Papa, Papa. Du bist hier entlang. Lass mich mal. Lass mich. Ich bin müde. Alfred, nimm bitte mal deinen kleinen Bruder und bring ihn runter zum Abort. Ja. Ja. Und halt ihn gut fest und pass auf, dass er nicht reinfällt. Du hast schon wieder getrunken. Hab ich nicht. Ach, ich riech's doch bis hier. Ich weiß nicht mehr, was ich uns zu essen kochen soll und du versäufst unsere letzten Kreuzer. Wir wollten die Ithaka verwamsen. Aber die Gendarmen haben sie geschützt und bis zu ihrer Unterkunft begleitet. Und dann war ich noch eingeladen auf ein Bier und einen kurzen. Wer sollte dich am Schlucker schon einladen? Der Bingerluis war es. Wer sollte das sein? Der ist im Vorstand vom Spar- und Bauverein, die das große Haus in der Steinstraße bauen. Ist das nicht einer von denen, die über 300 von euch ausgespart haben, als ihr mehr Lohn wolltet? Oder warum arbeiten dort jetzt die Italiener und nehmen euch die Arbeit weg? Das ist auch so ein verlogener, feiner Pinkel, dein Binger. Nein, Vater ist er nicht. Binger sagt, dass wir eines Tages auch Mitglied in diesem Verein sein können und unsere eigene Wohnung mitfinanzieren und bauen. 32 Familien werden in die Steinstraße einziehen und alle sind dann Mitglied in diesem Verein. Na, ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Und der Alfred mit seinem Husten auch nicht. Franz, wenn du nicht bald wieder arbeiten darfst und wir aus diesem nassen Loch hier rauskommen, dann haben wir bald gar nichts mehr, worüber wir nachdenken müssen. Was soll denn mit dem Baby werden? Muss es in ein paar Jahren noch mit den anderen dreien in einem Bett schlafen? Oder wird es vielleicht gar nicht so alt? Lass mal, Mutter. Wird schon alles besser. Wird alles besser. Mutter wirst schon sehen.